Was soll mit jenen Asylwerbern passieren? Meist sind es ja junge Männer, die eine Lehre machen, gut integriert sind und aber dennoch einen negativen Bescheid bekommen, also kein Asyl. Abschieben, sagt die Regierung. Doch in der ÖVP formiert sich mittlerweile Widerstand. Und zwar nicht nur auf Seiten der Wirtschaft, auch Bürgermeister und prominente ÖVP-Mitglieder wie Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner sind dagegen. Helga Lassau und Katja Winkler berichten. Hafiz Hosseini ist 2015 aus Afghanistan geflüchtet. In Kremsmünster in Oberösterreich hat der 22-Jährige eine neue Heimat gefunden und macht eine Lehre zum Bäcker. Was macht Sie am liebsten? Mohnfässer, Zollstänger, ja, Käsebäcker. Asylwerber unter 25 dürfen seit 2012 eine Lehre in einem Mangelberuf machen. Hafiz Hosseini ist mittlerweile im zweiten Lehrjahr und besucht auch die Berufsschule. Ich habe früher auch als Bäcker gearbeitet in meiner Heimat und ich habe hier auch als Bäcker angefangen. Ja, für mich passt. Das heißt, Sie haben schon zu Hause in Afghanistan auch als Bäcker erfahren? Ich habe ungefähr 4 Jahre in Afghanistan als Bäcker gearbeitet. Ja. Der Asylantrag des jungen Afghanen wurde jedoch abgelehnt. Die Sorge bei Bäckermeister Schleire ist groß, dass gerade sein Lehrling, der so brav jeden Tag zur Arbeit geht, vielleicht nicht in Österreich bleiben kann, findet er ungerecht. Er könnte es ja auch leichter machen. Man weiß eh, Lehrlingsentschädigungen sind nicht gerade großartig, ein paar hundert Euro, aber dafür muss er auch 40 Stunden arbeiten. Also er könnte es leichter machen. Aber er will das machen und er möchte die Lehre durchziehen und das finde ich schon positiv. Etwa 900 Asylwerber machen derzeit in Österreich eine Lehre. 350 davon allein in Oberösterreich. Die meisten davon sind Afghanen. Trotz Anschlägen und Terror werden manche Regionen in Afghanistan als sicher eingestuft und Flüchtlinge dorthin abgeschoben. Der Grüne Integrationslandesrat in Oberösterreich hat eine Petition gestartet. Nach deutschem Vorbild sollen Asylwerber 3 Jahre ihre Lehre machen und dann noch 2 Jahre im Betrieb weiterarbeiten dürfen. Mittlerweile haben 55.000 Personen unterzeichnet, darunter viele ÖVP-Bürgermeister. Wenn kein Asylgrund besteht, bringt auch die Lehre nichts und deswegen bräuchte es eben eine politische Lösung, so wie das in Deutschland auch passiert ist. Es kann ja keinen Sinn machen, dass man zunächst die Möglichkeit der Lehrausbildung 2012 geschaffen hat, erster Schritt, und gleichzeitig dann aber verabsäumt hat, Lösungen zu finden, dass diese Menschen zumindest die Ausbildung in diesem Land fertig machen können. Und ich befürchte sehr, dass wir ab Sommer die Abschiebung möglicherweise hunderter Menschen haben werden, die bestens integriert sind, die große Leistungen für unsere Wirtschaft und für unsere Gesellschaft erbringen und die fehlen werden. Auch Hadi Sakilwal macht eine Lehre in einem Mangelberuf. Er arbeitet seit 2 Wochen im Malereibetrieb von Michael Großbötzl in Ried im Innkreis. Sein Asylbescheid ist ebenfalls negativ. In seine Heimat Afghanistan will er nicht zurück. Wieso in Afghanistan, wieso geht das dort nicht? Nein, geht nicht. Und hier Taliban, mein Vater Kommando. Sein Vater wurde von den Taliban angegriffen. Er selbst ist deshalb geflohen. Arbeite und kann nicht leben. Michael Großbötzl beschäftigt noch einen zweiten afghanischen Lehrling. Zum vereinbarten Drehtermin ist dieser aber nicht erschienen. Sein Asylantrag ist ebenfalls negativ und auch die Beschwerde gegen den Bescheid wurde schon in zweiter Instanz abgelehnt. Er fürchtet sich vor der drohenden Abschiebung. Sein Lehrherr ist ÖVP-Gemeinderat in Ried und bezeichnet sich selbst als dunkelschwarz. Von der Asylpolitik seiner Partei ist er enttäuscht. Wenn ich dort hinschicke in ein Land, wo der mit dem Tod bedroht ist, dann kann ich den dort nicht hinschicken. Das ist eine menschliche Verantwortung, die man hat. Wir reden von Werte und dann schmeißen wir die bei dem Thema über Bord. Das ist befremdlich. Das ist befremdlich. Also das muss ich sagen, okay, da bin ich nicht konform mit unserer Führungsspitze. Viele Arbeitgeber haben sich in den vergangenen Monaten um die Integration ihrer Lehrlinge bemüht. Doch es fehlt die Garantie, dass sie bis zum Ende ihrer Ausbildung im Betrieb bleiben dürfen. Das behindert auch unsere wirtschaftliche Entwicklung. Und wenn wir dann haben, die nach Österreich wollen und arbeiten wollen und lernen wollen, dann muss es eine gesetzliche Regelung geben, dass die das auch dürfen. Wie auch immer. Aber man kann uns Betriebe nicht sagen, bütz aus, passt eh. Und dann, wenn ich lustig bin, dann sage ich, und jetzt geht's heim. Das sehe ich nicht ein. In Kremsmünster leben derzeit 7 afghanische Lehrlinge, alle mit negativem Asylbescheid.
sowie 65 andere Bürgermeister hat auch der schwarze Ortschef die Petition des Grünen Landesrates unterschrieben. Er plädiert für mehr Mitsprache auf lokaler Ebene bei den Asylentscheidungen. Aus meiner Sicht ist es natürlich verständlich seitens der Bundespolitik, dass man sagt, okay, es gibt Gesetze, die umzusetzen sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre auch die Bundesregierung gut beraten, dass man sagt, okay, man muss doch die Situationen genauer prüfen. Wir mit unseren 7 Lehrlingen, wir kennen die einzelnen Personen, wir kennen ihren Antrieb, wir kennen ihre Motivation und können daher sicher viel besser sagen, dass der integrationswillig ist, dass er sich bemüht und hier auch eine Existenz aufbauen zu wollen. Unterstützung für neue Asylregeln kommt auch vom ehemaligen Vizekanzler und ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner. Die derzeit geltenden Abschiebekriterien seien nicht treffsicher und oft auch ungerecht. Im Endeffekt sind die alle gemeldet, sind auffindbar in den Betrieben, daher also auch leichter zu eruieren als derjenige, der untertaucht. Und gerade auch aus dem Grund sollte man die belohnen, die willig sind, ins System zu gehen, ihren Beitrag auch für die Gesellschaft zu bringen, eben mit den entsprechenden Grundlagen dazu. Das Asylgesetz anpassen, das fordern viele Wirtschaftstreibende. Und solche Gesetzesänderungen ließen sich laut Mitterlehner relativ rasch umsetzen, wenn es dazu einen entsprechenden politischen Willen gäbe. Ja, das Problem ist, dass hier nur auf den Asylgrund abgestellt wird und nicht auf das humanitäre Bleiberecht. Aber da brauche ich auch einen gesetzestechnischen Tatbestand. Und den muss man eben auch schaffen, weil wenn schon jemand da ist und er positive Entwicklungschancen hat und das auch die Wirtschaft benötigt, dann sollte man beides miteinander im Sinne einer Win-Win-Situation verbinden. Der Lehrlingsmangel war auch Thema beim Lehrlingsgipfel der Wirtschaftsministerin. Sie will die Lehre wieder attraktiver machen, vor allem für österreichische Jugendliche. Auch wenn die Wirtschaft derzeit junge Asylwerber braucht, bedeutet das noch lange nicht das Recht, in Österreich zu bleiben. Es wird immer dieses deutsche Modell 3 plus 2 zitiert. Das ist im österreichischen Rechtsrahmen nicht anwendbar, weil es vom Verfassungsgerichtshof eine Stellungnahme und eine Beurteilung dazu gibt, dass es dann ein verfestigtes Bleiberecht durchaus entsteht. Was wichtig ist, ist, dass eigentlich die Lehre nicht dazu verwendet werden kann, das Asylverfahren auszuhebeln. Ich glaube, es gilt, beides zu stärken. Auf der einen Seite die Lehre, Klarheit und Sicherheit für die Unternehmen und die Auszubildenden und auf der anderen Seite schnell im Asylverfahren zu werden, um hier rascher Sicherheit zu bekommen. H4 hat gegen den negativen Asylbescheid Beschwerde eingelegt. Inzwischen wird er seine Lehre in der Bäckerei fortsetzen können. Immerhin, sein Lehrherr hat ein Angebot für ihn. Kannst du da schon Teig mischen? Habe ihm die Tage mal was gezeigt und er Ofen arbeiten und alles, was halt ein anderer Bäcker auch macht, kann er auch machen. Und ich würd ihn behalten nach der Lehre, wenn es möglich wäre. Für viele junge afghanische Lehrlinge in Österreich herrscht weiter Unsicherheit über ihre Zukunft in Österreich.